Hallo! Heute machen wir umgekehrte Ostereier. Wir benötigen Garn in der Nadelstärke 1,5 bis 2. Ein durchsichtiges Plastikei, eine Schere, eine Nadel, Stärke 2, natürlich ist auch die Hilfe wieder dabei. Wir beginnen mit 9 Luftmaschen, die am Schluss zu einem Ring zusammengehäkelt werden. Nun kommen in diesen Ring 18 einfache Stäbchen. Die nächste Runde beginnen wir mit 3 Luftmaschen in das erste Stäbchen von der letzten Runde. Nun häkeln wir ein Stäbchen in das übernächste Stäbchen der letzten Runde. Als nächstes werden 4 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt kommt wieder ein Stäbchen in die Masche, wo das letzte Stäbchen drin sitzt. Weiter geht's wieder mit einem Stäbchen in die übernächste Stäbchen. Diese Reihenfolge wird jetzt bis zum Ende der Runde wiederholt. Die nächste Runde. Diese Runde beenden wir mit einer Luftmasche und einem Stäbchen in die erste Spitze der Runde, so dass wir in der Mitte des Bogens die Runde beenden. Die nächste Runde wird wieder mit 3 Luftmaschen begonnen und dann ein Stäbchen in den ersten Bogen der letzten Runde.
Weiter geht's mit 4 Luftmaschen. Danach kommt wieder ein Stäbchen in das letzte Stäbchen, was ihr gemacht habt. Weiter geht's wieder mit einem Stäbchen im nächsten Bogen weiter. Diese Reihenfolge wird wieder bis zum Ende der Runde wiederholt. Auch der letzte Bogen wird wieder so gehäkelt wie in der vorherigen Runde. Mit einer Luftmasche und einem Stäbchen in die erste Spitze der Runde. Diese Runde beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen und gehen wieder mit einem Stäbchen in den ersten Bogen rein. Jetzt werden 6 Luftmaschen gehäkelt. Nun geht wieder ein Stäbchen in das vorherige Stäbchen. Diese Reihenfolge wird wieder bis zum Schluss der Runde wiederholt. Nachdem wir die Reihenfolge zwei Runden lang gehäkelt haben, nehmen wir wieder die andere Farbe und beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Wieder ein Stäbchen in den ersten Bogen. Auch jetzt werden wieder 6 Luftmaschen gehäkelt, genau wie in der letzten Runde. Das ist dieselbe Reihenfolge, die wieder bis zum Schluss der Runde gehäkelt wird. Die nächste Runde wird wieder mit 3 Luftmaschen begonnen. Es ist dieselbe Reihenfolge, nur dass wir statt 6 Luftmaschen jetzt nur 5 Luftmaschen nehmen. Auch die Reihenfolge der letzten Runden wird hier bis zum Schluss der Runde gehäkelt.
Nun wird das Plastikei hineingetan. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Nach diesem Stäbchen werden diesmal nur 2 Luftmaschen als Bogen gehäkelt. Diese Reihenfolge wird jetzt mit dem Ei zusammen eine Runde gehäkelt. In dieser Runde, der letzten, wird aus jedem Bogen eine Masche geholt, die dann alle zusammen abgemascht werden. Am Schluss bleibt eine Luftmasche übrig. Die wieder gut verknotet wird. Schon haben wir ein umhäkeltes Osterei. Bis bald. Hoffentlich hat euch mein Video gefallen. Dann lasst doch ein Like da oder schaut auf meiner Internetseite vorbei.